Einen wunderschönen guten Abend. Heute ist der 21. Oktober, das ist Ihr täglicher Nachrichtenhappen. Und wir sprechen heute über Corona in einem Altenheim, den Ulmer Weihnachtsmarkt, die Digitalisierung und einen Stein, der so alt ist wie unsere Sonne. Der Nachrichtenhappen mit Lara von Dohlen. In Laichingen im Alb-Donau-Kreis hat es einen massiven Corona-Ausbruch gegeben, in einer sehr sensiblen Einrichtung, nämlich in einem Seniorenheim. Betroffen sind Bewohner und Mitarbeiter zusammengerechnet 63 Personen. Besonders tragisch ist, 6 Bewohner sind schon an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Da unterscheidet das Landratsamt leider nicht. Die ersten Fälle sind schon vor einer Woche bekannt geworden. Die Bewohner wurden dann sofort isoliert, es wurde ein Besuchsverbot verhängt und alle Bewohner wurden getestet. Wie das Virus in die Einrichtung gelangt ist, ist aber nicht bekannt. Die 7-Tage-Inzidenz ist auch deswegen im Alb-Donau-Kreis gehörig gestiegen. Sie liegt jetzt bei knapp 90 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten 7 Tagen. Und auch in dem Seniorenzentrum in Blaustein sind 14 Bewohner und 11 Mitarbeiter infiziert. Einige Testergebnisse sind noch offen. Das nächste wirkt dagegen für die Konsumenten wie ein Luxusproblem. Für Schausteller und Gastronomen ist es aber natürlich ein richtig schwerer Schlag. Der Ulmer Weihnachtsmarkt wird dieses Jahr auf keinen Fall stattfinden. Auch der in Neu-Ulm ist gestrichen. Das haben die beiden Stadtoberhäupter zusammen mit allen Verantwortlichen heute entschieden. Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Alpsteiger begründet die Absage so. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Gerade dieses Jahr wäre ein Stück weit Weihnachtsstimmung auf Weihnachtsmärkten schön gewesen. Allerdings macht die Krise nicht vor den Weihnachtsmärkten Halt. Und aus dem Grund haben wir ihn für dieses Jahr abgesagt. Es ist für Schausteller und Budenbetreiber aber auch ein Hoffnungsschimmer in Sicht. Es wird nämlich auch schon wieder über Alternativen nachgedacht. Derzeit arbeiten wir gerade an einer Alternative für den ausgefallenen Weihnachtsmarkt. Die Kulturabteilung der Stadt Neu-Ulm arbeitet mit Hochdruck an einem Konzept. Für Details ist es allerdings jetzt noch zu früh. Dafür hoffen wir aber, dass wir bald genaueres mitteilen können. Es ist ein weiterer Schritt Richtung Digitalisierung. Der Kreis Günzburg stellt Schulen 500 neue Laptops und Tablets zur Verfügung. Die 320.000 Euro dafür stammen aus dem Digitalpakt Schule. Das sagt Günzburgs Landrat Hans Reichert dazu. Die Geräte bringen uns einfach neue Flexibilität. Sie bringen uns neue Möglichkeiten, dort auch tätig zu werden. Und wir haben jetzt schon sehr, sehr gute Beispiele, wie beispielsweise an der Grundschule in Scheppach, die komplett mit Geräten ausgestattet ist und wo es wirklich eine Freude ist, den Kindern zuzusehen, wie sie diese Geräte ganz selbstverständlich mitnutzen. Laut Reichert leisten die Geräte einen wesentlichen Beitrag, um die technische Ausstattung an den Schulen auf einem hohen Stand zu halten. Nach einer Bitkom-Studie vom Anfang des Jahres stört die Schüler an der Schule tatsächlich vor allem die fehlende Digitalisierung. 59% von den befragten Schülern im Alter von 14 bis 19 haben da angegeben, dass sie gern mehr digitale Medien im Unterricht hätten. Knapp über die Hälfte beschwerte sich über die technische Ausstattung. Der Nachrichtenhappen. Was wurde eigentlich aus? Dem Sensationsmeteoriten aus Blaubeuren. Zugegeben, es klingt ein bisschen trocken, aber wenn Sie sich die Zahlen mal richtig bewusst machen, ist es total verrückt. Wissenschaftler haben jetzt sein terrestrisches Alter bestimmt. Der Rekordmeteorit Blaubeuren, der schlug schon vor 10.000 Jahren auf der Schwäbischen Alb ein. Er ist gut 30 Kilo schwer und gefunden wurde er in einem Garten in Blaubeuren. Und im Juli hat er Schlagzeilen und Geschichte geschrieben. Er ist nämlich der schwerste Steinmeteorit Deutschlands. In Tucson in den USA und in Dresden in Deutschland wurde jetzt herausgefunden, der Meteorit schlug schon vor etwa 10.000 Jahren auf der Schwäbischen Alb ein. Das war die Mittelsteinzeit, also die Zeit, die für uns eigentlich so gedanklich als Vorlage für die Steinzeit dient. Also Höhlenbewohner, Jäger und Sammler und so weiter. Die sind wahrscheinlich ziemlich erschrocken damals in ihren Blaubeurer Höhlen, als der Stein da eingeschlagen ist. Der Stein, also der Meteorit, ist übrigens zwar etwa erst seit 10.000 Jahren auf der Erde, aber wahrscheinlich in etwa so alt wie unsere Sonne. Lassen Sie das mal auf der Zunge zergehen. Die Ausstellung wurde jetzt auch verlängert. Den Stein kann man im Urmu in Blaubeuren bis Ende Januar anschauen. Und das sollten Sie sich auf jeden Fall mal überlegen. Er ist wirklich cool. Ich habe ihn auch schon gesehen. Jetzt haben Sie erstmal einen schönen Feierabend. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann.